In diesem Video zeige ich Hachifuri, das Stockwirbeln mit dem Hanbo, und demonstriere ein paar Möglichkeiten. Ich bin Dirk vom Kanal Nipuralf. Ich stehe hier gerade mitten im Watt bei Cuxhaven und möchte ein paar Sachen zu Hachifuri aus meiner Trainingssession demonstrieren und erklären. Bei Hachifuri handelt es sich um eine Basisschlagtechnik aus dem Hanbo-Jutsu. Im Detail ist es ein Doppelschlag, der in Form einer liegenden Acht ausgeführt wird und theoretisch rechts und links auf Kasumi, die Schläfe, abzielt. Im Training kann der Schlag natürlich wie eine Wirbeltechnik hintereinander ohne Unterbrechung geübt werden. Hachifuri ist aber nicht als minutenlange Wirbelschildtechnik gedacht. Es kann sich dabei vor- und rückwärts bewegt werden und auch Handwechsel sind möglich. Die freie Hand kann sich zur Deckung oben befinden oder am Körper. Nach Hachifuri kann der Hanbo zum Beispiel seitlich aufgenommen werden. Er kann aber auch einhändig hinter den Rücken geführt und damit verbogen werden. Der Wirbelschlag funktioniert offensiv als auch defensiv. Es befindet sich jeweils das Bein vorn, wo auch der Wirbelarm ausgestreckt ist. Ist die Basic verstanden, besteht die nächste Stufe darin, Möglichkeiten zu finden, wie Hachifuri kombiniert werden kann. Hier zeige ich nun kommentarlos ein paar Eindrücke aus meiner Trainingseinheit, wo ich damit experimentiert habe. Es ist nicht zwingend perfekt, aber es gibt euch vielleicht Inspiration für eigene Konzepte. Ich sage schon einmal Tschüss, euer Dirk von Nipuralf.